So, wir sind jetzt auf Trolljagd. Wir dachten, wir wären richtig, aber irgendwie sind wir es nicht. Es gibt einmal so eine Trollkarte und das. Trollmap.com. Genau, trollmap.com. Aber Google sagt, er ist woanders. Im Prinzip übers Wasser auf der anderen Seite. Und jetzt finden wir das mal raus. Wir fahren jetzt erstmal nach der Trollkarte. Na, ja, sonst ist es nur Schlamm, ey. Make and Shiny. Make and Shiny. Ja, witzig. Soweit ich verstanden habe, ist dieser Troll komplett aus recyceltem Material. Aus recyceltem Holz. Und der guckt quasi hier so in das Haus rein, oder? Und diese Trolle gibt es überall in Skandinavien. Gibt es immer mal wieder welche versteckt. Ja. Schon ein cooles Kunstwerk, oder? Ja, toll. Das sieht ja auch geil aus. Wie heißt der? Harald oder so? Name. Warte, oder Harold, kann das? Harold. Hans Hulehand. Hans Hulehand. Das ist das Fenster. Komm, geh mal rein. Ah. Ja, süß. Guck mal. Das aufmachen, dann kann ich ein cooles Foto machen durch den Klodeckel von dem Troll. Ich dachte eher an, dass du deinen Kopf dahin hältst. Haben Sie den Troll gefunden? Da ist er doch. Und dann dadurch, dass es so eine Art Suche wird, ist es dann auch nochmal so interaktive Kunst quasi. Ne? Ja, vor allem wenn du dann alle Trolle zusammen suchst. Ja. Ey, weißt du, was wir mal machen? So eine Trolltour? Nee, oder? Wird eine Trolljagd. Wir suchen alle, fahren zu allen Trollen hin, oder? Da müssen wir in Hamburg anfangen, ne? Ja. Sogar Fingernägel, ne? So witzig. Pläne einfach so. Wir wollten schon dreimal nach Hause. Beziehungsweise erstmal wollten wir zum Auto. Dann haben wir auf einmal dieses Streetfood-Gedöns gesehen. Da kannst du halt auch nicht vorbeigehen. Dann heißt die Folge, wir wollten eigentlich nur zum Auto. Genau. Dann wollten wir zum Auto. Dann sind wir zum Auto. Dann waren wir bei den Trollen. Dann wollten wir nach Hause. Bei den Trollen. Bei dem einer. Troll, ja, oder war ich auch der Troll? Dann waren es zwei. Sonst, was sollen die Leute sagen? Also man könnte ja glauben, dass Fotex ein Fotoladen ist, ist aber ein Supermarkt. Ja. Man kann hier aber auch Fotos drucken. Ach so. Deswegen heißt er so. Ach echt? Ne? Anscheinend. Wollen wir erst mal runter machen? Ja. Oh, das sieht ja gut. Food Avenue. Wir waren gerade was essen. Oh. Das ist echt, glaube ich, in den Boxen sage ich dauernd irgendwas Leckeres. Wenn ich irgendwas sehe, lecker, lass uns da hinten, oder? Kann ja, das sein? Ja, aber wir haben halt was gegessen. Ach so, da kannst du die Hände desinfizieren oder was? Und der fährt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ach du Scheiße. Lol, ey. Total bescheuert. Und der fährt so selbstständig hier durch die Gegend, ja? Ja, mit Sensoren, dass hier niemand umfährt. Cookies. Guck mal, hier Cookies mit Hafer und Rosinen. Voll coole Sachen, ne? Ja, voll. Ja, ich brauche aber nichts. Also, ne? Ist interessant, das mal zu gucken, aber. Auch nicht so Brotcracker oder. Nein, ich habe doch Brot gebacken. Das ist auch alles glutenfrei hier. Nein. Ja. Achso, das soll man da rein tun. Okay. Guck mal. Und wofür haben sie sich entschieden? Fürs Bar.
Brokkoli, Salat. Dass das gesund ist? Fasten auf jeden Fall.